Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen im Jahr 2024. Ja, die erste Sendung fürs neue Jahr. Und ich habe euch ja versprochen, ich bin nicht weg, ich bin da. Wenn auch nur teilweise. Ja, okay, passt auf, wir fangen dieses Jahr ganz harmlos an. Ich habe ja einen Shop. Ja, und in diesem Shop habe ich viele, viele Teile drin. Und viele Leute wissen gar nicht, was sie mit diesen Teilen anfangen können. Deswegen frische ich das hier nochmal auf, mache Videos, die ich mit im Shop zu den Teilen verlinken werde. Damit jeder sehen kann, ah, guck mal, dafür ist das, so wird es gemacht. Und wie wir das machen, zeige ich euch nach dem Intro. Jo, und dann fangen wir auch gleich an mit der GTS 10. Für die habe ich ja einen Dust Remover entwickelt. Ja, ich habe hier die GTS 10 älteren Baujahrs. Da gibt es zwei Versionen. Ab 2019 gibt es eine neuere Version. Ich zeige euch mal den Unterschied. Wenn man das jetzt so sieht, ja. Das ist meine GTS 10. Wenn ich dieses Teil oben drauf packe, hat die GTS 10 eine runde Ausmuldung. Das wird abgedeckt. Ja? Bei der GTS 10 neueren Baujahrs ist dann zusätzlich noch so eine Haifischflosse. Das heißt, wenn ihr das seht von oben, ich zeige euch das jetzt mal mit der Kamera. So, ihr seht jetzt da die Säge. Hier ist so eine Ausmuldung, wo wirklich dieses Teil original reinpasst. Und wie gesagt, bei der GTS 10 neueren Baujahrs ist hier auch noch eine Aussparung, wo dann diese Haifischflosse reinpassen würde. Passt natürlich in die alten Modelle nicht, sondern nur dann dieses Teil. Deswegen ordentlich bestellen, nichts verkehrt machen, dann gibt es keine Rücksendung. Ja, im Lieferumfang für den Dust Remover befindet sich immer ein Dust Remover, eine Klemme für die Einrastung, wenn das nachher drin ist, dazu eine bebilderte Aufbauanleitung, sage ich mal. Ja, einmal für die GTS 10 und einmal für die GTS 635 ist in etwa das Gleiche. Ihr braucht dazu auf jeden Fall eine Nullspaltplatte. Weil auf der Metallplatte, die dabei ist, bekommt ihr das nicht befestigt. Die gibt es natürlich bei mir auch im Shop. Und es gibt natürlich für die GTS 10 und für die GTS 635. Die 635 hat dann den kleinen Vorteil, den kann man so ein bisschen zusammenschieben und dann auch drauf machen. Es ist aber alles nur Spielerei. Das hier ist jetzt für die GTS 10. Dieses Teil zusammenstellen, einen kleinen Klebestreifen drüber machen, dass das ein Teil bildet. Das machen wir eben. So, beidseitig kurz zusammengeklebt, nur damit das ein Teil bildet. Ja, da kommt die Platte rein, das kommt da drunter. So, und das bauen wir jetzt mal eben schnell ein. So, dazu würde ich euch jetzt einfach mal empfehlen, so einen Doppelklebestreifen. Ruhig mal doppelt nehmen, ein bisschen, dass er ein bisschen dicker ist. Die sind ja heutzutage nicht mehr so dick. Früher waren das richtige Gewebeteile. So, unter die Platte, da machen wir zwei Stück, das reicht. Ja. Oder, ja. So. In die Mitte vielleicht auch noch ein. Gut. Und am Ende. So. Das Teil stecken wir jetzt einfach in die Säge. Ja, aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal die Nullspaltplatte so einbringen, dass natürlich das Sägeblatt hier durchkommt. Es ist nur eine Aussparung für den Spaltkeil vorgesehen, ja. Und
der sollte halbwegs da durchpassen. Und jetzt müssen wir einfach nur mal ein bisschen anheben, die Säge anmachen, runterlassen und das Sägeblatt hochfahren. Keine Bange, wenn ihr hier hinpackt und das Sägeblatt hochfahrt, kriegt ihr nichts in den Finger. Bitte, es geht. Ihr könnt natürlich jetzt auch ein Brett drüber legen, zwei Zwingen machen. Kann man. Gut. Wir machen jetzt einfach mal die Lüftung an, das Ding an und ich zeig's euch. So, der Schnitt ist drin. Das passt haargenau rein. Jetzt, bevor wir hier die Nivellierschrauben reinsetzen, kleben wir erstmal den Dust Remover rein. Das heißt, wir nehmen das Ding jetzt raus, nehmen jetzt den Dust Remover mit den Klebepads. Dieses Teil hier mit den beiden Löchern muss nach mir, zur nach vorne sozusagen. Dann packen wir das da rein. Ja, das ist jetzt für die GTS 10, für beide Versionen und für die 635 identisch. Dieses ist gleich. Jetzt das Ding hier drauf. Einmal dran bappen. Und dann hoffen, dass es kleben blieb, und das tat es nicht. Das heißt, der muss etwas höher kommen. Wir müssen also irgendwo was reinmachen. Nehmt ein kleines bisschen Papier. Kleines bisschen Papier. Hier so ein Streifen. So ein bisschen knuddeln. Ein bisschen da so rein. Da so rein. Ne, damit das so ein bisschen höher kommt. Auf Druck ist, genau. Siehste. Schon haben wir eine ordentliche Höhe. Zack. So, und schon ist er dran. Könnt ihr das wieder rausnehmen. Und anschrauben. Ja, beim Dust Remover werden natürlich die Schrauben mitgeliefert, ja. So, jetzt würde ich sagen, einfach mal loslegen. Seht zu, dass das nicht verrutscht. Einmal ein bisschen andrücken vorher. Und gut ist. So, für diese Klemme, ganz wichtig, die nehmt ihr, schiebt die ganz bis zum Anschlag und seht dann zu, dass ihr die Schrauben so weit wie möglich nach rechts kommt, damit ihr einen Weg habt, um ihn nach vorne zu packen. Das heißt also, wie gesagt, da rein. Und ganz am Ende macht ihr das Schraubli. Ja, ich zeig's euch. Ich mache mal eben die erste Schraube da rein. So muss das aussehen, ja, damit ihr daher das Ding nach vorne ziehen könnt, dass ihr dieses Spiel da habt. Ganz wichtig. So, dasselbe hier vorne auch nochmal. So. Na komm. So, es ist alles dran. Hier bleibt noch ein bisschen Spiel, ja. Wie gesagt, noch nicht festmachen. Jetzt machen wir hier eben noch die vier Madenschrauben rein, die dabei sind. Ja, Inbus und reindrehen. Gewinde ist schon drin. Ihr braucht es nur einmal bis nach unten einmal durchdrehen, so dass es so eben gerade unten rauskommt. Ne?
So, wenn dann alle vier Schrauben drin sind, kann die ganze Geschichte einmal nach vorne geschoben werden, einmal reingedrückt werden. Halt. Und bis sie unten reingedrückt werden. Und jetzt müssen wir das nur noch ausrichten. Ein kleiner Tipp, wenn die Platte hier hinten gar nicht hochkommt, ihr richtig merkt, dass da so ein richtiger Absatz ist, liegt es meistens daran, und da habe ich den noch nicht richtig eingeklemmt, dass diese Teile nicht hoch genug kommen. Jetzt müsste man rein theoretisch hier etwas abfallen oder aber von dem Metall. Ich würde jetzt wirklich empfehlen, nicht die Zapfen kleiner machen, sondern kurz mit der Feile einmal von unten etwas wegnehmen. Meistens ist es nur Farbe und dann das Ding da drunter klemmen. So, ich will ganz ehrlich sein, ich habe die Nasen etwas abgefeilt, ja. Da hinten kommt man sehr schlecht dran. Farbe, ja, die muss auf jeden Fall weg. Wenn da unten Farbreste drin sind mit so einer Nase, dann kriegt ihr das gar nicht rein. Also das muss kurz abgekratzt werden. Aber dann meistens sind diese Nasen ja einen Hauch dicker gefräst, um sicher zu gehen, dass es nicht sofort abbricht oder wer weiß was. So, ich habe etwas abgefeilt. Ich habe das reingesetzt. Ich klack da Ding rein. Angepasst. Alles super. Ja, passt hervorragend. Und wenn ich ihn rausnehmen will, muss ich einmal kurz reinhaken. Sonst hält das bombig. Ja, und wie ich gerade so schraubte und probierte, kam mir so eine Idee. Und ich musste mal kurz nach oben etwas anderes drucken. Und zwar, das ist ja hier die Rastung, ja. Und ich habe diese Rastung jetzt etwas verbessert. Ich habe hier noch eine kleine Fahne dran gemacht, damit man von außen mit dem Hebel rein und die Rastung aufdrücken kann, ja. So, hier. Und dann passt mal auf, jetzt hört mal, warte mal, ich setze mal auf. Und jetzt hört mal, habt ihr gehört, klack. Da geht das Ding richtig rein. Und wenn ich jetzt hier normal an der Platte ziehen würde, würdest du jetzt den abbrechen. Da ich aber diese Fahne gemacht habe, kannst du jetzt hier reingreifen. Ja, beim Vorführen noch verbessert. Oh, super. Ja, sollte irgendwelche Besitzer der alten Rastungen das Teil haben wollen, ja, seid mir nicht böse, zuschicken jetzt wirklich nein. Ihr könnt es umsonst haben, ganz ehrlich, schreibt mich an, ich hätte gerne eine Rastung. 2 Euro Porto, oder vielmehr 1,90 ist das für so eine Waren, für einen Warenbrief. Ja, mit Umschlag machen wir 2 Euro, würdet ihr sofort kriegen. Oder ihr bestellt irgendwas, schreibt noch dabei, ich hätte gerne noch eine Rastung dabei, packe ich die auch dabei, ohne Kommentar, ohne alles. So, und dann würde ich sagen, ja, weiter. Ja, das war's für den Dust Remover GTS 10 GTS 6 35. Ja, ich würde sagen, das reicht auch für dieses Mal. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, diese Teile gibt's alle bei mir im Shop zu kaufen und vieles mehr. Da gibt's demnächst noch mehr Videos drüber. Bis dann, euer Lutz, euer Geiber. Tschüss. Stopp! Ich habe hier noch was. Das ist der Original-Prototyp des Dust Removers. Der war bis jetzt da drin. Guckt mir also nicht, ich mache den kaputt, der ist kaputt gegangen. Der hat bei mir gehalten bis jetzt. Wohlgemerkt, keine 45-Grad-Schnitte. Man kann da nur einen geraden Schnitt mitmachen, alles andere rausnehmen, andere Platte rein. Ne? Dieses Teil inklusive einem fast neuen Nullspaltplatte gibt es für umsonst. Ja, genau. Für umsonst. Wer mir in die Kommentare reinschreibt, warum er das unbedingt haben muss, der bekommt es. Ich suche mir da einen raus. Ich zähle auf euch, auf viele, viele Kommentare und jetzt tschüss. Du hast noch nicht genug vom Geiber gesehen? Ja, bitte. Da könnt ihr mich abonnieren. Da.
gibt es andere Filme von mir genug zu sehen.